Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist es Sonntag, der 24. September 2023. Wir sind in Avignon. Ich plane heute, den Teil 13 fertig zu exportieren. Und sobald wir genügend Netzlast haben oder Netzkapazität haben, werden wir Teil 12 und Teil 13 auch hochladen. Jetzt aktuell geht es leider noch nicht. Das ist zu langsam. Ich habe es getestet. Wir würden zu lange brauchen. Ja, in dem Teil fahren wir weiter an der Mittelmeerküste Spaniens Richtung Nordosten und berichten von wirklich schönen Städten, zum Beispiel Mojácar. Bis dann, tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 7. September 2023. Hier scheint die Sonne in Mojácar. So ein wunderschönes Dorf hier in Spanien an der Mittelmeerküste. Und hier einmal der Ausblick vom Parkplatz aus. Der Parkplatz ist ein bisschen schepp und auch ein bisschen verschmutzt. Hier gab es heute Nacht auch eine gute Party. Aber ansonsten wunderschön. Und das Dorf ist ein Highlight, keine Frage. Das ist sowas. Das kennt ihr bestimmt, die sogenannten schönsten Dörfer. In Frankreich, in Deutschland gibt es solche Wettbewerbe und so ein Dorf ist das hier auch. Wir überlegen jetzt, ein bisschen Gymnastik zu machen, ein bisschen Videos zu arbeiten. Vielleicht machen wir auch noch eine kleine Wanderung. Wir waren jetzt fleißig bisher und machen jetzt doch noch einen Spaziergang oder eine Wanderung. Und irgendwie in diese Richtung wollen wir hochlaufen. Und ich habe hier den YouTube-Film fertig exportiert. Ja, leider reicht die Netzleistung hier nicht, um den hochzuladen. Das muss ich später nochmal probieren. Hier nochmal die Aussicht auf den schönen Ort, Mojácar. Ja, es geht schon im Ort recht steil hoch. Ja. Der Anfang ist geschafft. Ja, hier ist auch so eine schöne Anhöhe, sogar mit einem kleinen Parkplatz. Und da geht dann auch der Wanderweg los. Traumhaft schön. Und überall diese kleinen Steinmauern und alten verlassenen Steinhäuser. Hier wird jetzt der Weg wunderschön. Auch da oben ist so ein verlassenes Haus. Der Blick zurück in den Ort. Ja, der Weg war durch so eine Kette abgesperrt. Laut Track geht es aber hier lang. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Da oben gibt es noch ein Haus. Ja, der andere Weg, den wir vorhin gesehen haben, der führt zu diesen Türmen da hinten. Hier die Aussicht auf Mojácar. Wieder auf so einer Anhöhe. Jetzt müssen wir laut dem Track so die größeren Wanderwege gleich verlassen. Und bisher kann man den Weg gut laufen. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Wege als Zufahrten für die Häuser benutzt wurden. Ich habe einen Track, der geht über alles, ist der ausgeschrieben mit 15 Kilometern. Und wir haben jetzt zwei. Aber die zwei gingen berghoch. Ja, ich habe die Richtung so gemacht, dass wir den steileren Anstieg hochlaufen. Ja, und jetzt nach dem letzten Haus haben wir richtige Wanderwege. Hier sieht man auch gut, wie der Weg jetzt weiter bergauf geht. Ja, die Wanderung hat auf jeden Fall das Niveau von Portes. Wobei ich glaube, dass der Anstieg zumindest heute hier noch sogar noch schwerer ist. Auch hier gibt es Dornen. Die voll übersehen, voll reingelatscht. Monika macht Übungen. Ja, ich meine, deswegen meinten die, Trittsicherheit sei erforderlich. Aber ansonsten sagten sie, das wäre ein leichter Weg. Verloren. Da ist auch so ein kleines verlassenes Haus zur Küste.
Hier sieht man Mallorca und geht jetzt weiter berghoch. Diesmal so ein schmaler Pfad, der aber immer noch gut gehbar ist. Aber man sollte ein bisschen Übung schon haben, also Trittsicherheit wird geschrieben. Jetzt kommen verwunschene Pfade. Man hier mit Rucksack gar nicht durch. Abgestürzt! Aber wir sehen jetzt, glaube ich, das Ende des Anstiegs. Hier ist jetzt der Weg zum Teil zugewachsen. Ja, das Steilstück hat es wirklich in sich. Aber das hier ist ja echt der Hammer. Das ist irgendwie auch nicht leichter. Da geht es jetzt weiter hoch. Oh, Stollen. Scheiße, aber auch. Ein Steinmännchen. Einfach unglaublich. Das ist ja wirklich die Momente erlebt zu haben. Traum. Wow, sind wir auf Wolkenhöhe ungefähr. Wahnsinn, ich sehe direkt vor mir eine Wolke. Ja, der Vorteil ist, hier oben weht so ein bisschen ein Wind, so knapp 30 Grad. Also bei 40 Grad in der Sonne möchte ich hier nicht hochlaufen. Seht ihr? Direkt vor uns zieht jetzt so eine Wolke vorbei. Und die Berge werden immer höher. Und da geht der Weg weiter. Und beschreibe ich schön, wie die Wolke hier vorbeizieht. Der Weg hier. Ein Steinweg. Ja, die Karten in Spanien, die ich da runtergeladen habe, die sind ziemlich gut. Das ist der Weg, wo wir herkommen. Ich hoffe, man sieht im Film auch, wie hier die Wolken vorbeiziehen. Ja. Was denn? Das war kein Gewitter. Nee. Hier sind ganz viele von diesen Dornen. Wenn die noch enger zusammenwachsen, braucht man hier Schutzkleidung. Ich zeige dir die mal. Das sind diese Dinger hier. Der sieht harmlos aus, ist es aber nicht. Die sind ganz schön bissig. Selbst durch meine Wanderhosen durch. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt auf der Kuppe da oben aussieht. Wobei der Track, den ich da runtergeladen habe von Komoot, wirklich super gut ist. Hier hört man kein Geräusch außer Vögeln, Wind. Ja, zum Glück waren diese blöden Dornengewächse nicht komplett zugewachsen. Aber ich habe schon ein paar gute Stiche hier eingeheimst. Auch ein paar blutige. Die sind wirklich übel. Bald sind wir so weit, dass wir die Wolken anfassen können. Das hier meine ich mit zuwachsen. Kein Spaziergänger, kein Wanderer. Kein gar nichts. Ja, nach knapp 5 Kilometern sind wir hier angekommen. Vielleicht sieht man das Meer. Das Meer ist kaum von dem Himmel zu unterscheiden. Da hinten werden die Berge ja immer noch höher. Da rechts muss aufpassen, sind Dornen irgendwo. Halt dich fest an den Stein. Das kenne ich von Monika gar nicht. Normalerweise war sie bergab immer schneller als ich früher in den Bergen. Ja, so geht der Weg weiter. Ja, mich tut mir auch weh. Also der Punkt ist, dass hier tatsächlich da, wo die Wege zugewachsen sind, wirklich so ziemlich übles so Dornengewächs ist. Mittlerweile habe ich noch so eine zweite Sorte von Dornenpflanzen entdeckt. Ja, diese kleinen ganz unten, die sind nicht so schlimm. Die hier oben sind es. Die sich... Ja! Ja! Hi.
nicht aufgepasst. Ich wollte gerade die Dornen zeigen und bin natürlich voll in die Dornen gelatscht. Was hier recht gut funktionieren könnte, ist diese Steinmännchen als Hinweise zu nehmen. Weil die findet man jetzt auf der Strecke hier wirklich recht regelmäßig. Man sieht auch den Weg da hinten. Bei dieser Bergkette sind wir jetzt lang gelaufen. Da kommt jetzt auch Monika. Ah, da sehen wir das Meer. Und hier oben ist einfach so, so eine Mini-Steinmauer. Jetzt sind wir auf diese kleine, ja, ich will nicht sagen Pass, aber oben angekommen und hat jetzt ein solches Panorama auf die andere Bergseite. Traumhaft. Wahnsinn. Da drüben ist auch ein Bergtorf, das noch höher ist als wir jetzt hier. Ist wahrscheinlich nicht zu erkennen von der Kamera. Da oben ist jetzt, seitdem wir losgelaufen sind, der erste Wegweiser. Diese kleinen Aufschreie kommen von der Monika. Ja. Hier gibt es zwei Wege nach Toure und einen nach Mojaga. Wir laufen den Weg nach Toure. Auch ganz hier oben gibt es eine Ruine. Hier hat man jetzt Aussicht auf die andere Seite des Bergrückens. Jetzt geht's bergab. Einmal um die Kehre und schon sieht man hier so ein wunderschönes kleines Kastell, ein uraltes. Wenn ich das richtig verstehe, darf man da nicht hinlaufen. Der Weg geht wohl geradeaus weiter. Traumhafte Aussicht hier in das Tal, aber auch in auf diese kleineren Berge. Ja, ist schade, dass man dieses kleine Kastell da nicht besichtigen darf. Ja, beeindruckende Felsen hier auf der rechten Seite. Ja, jetzt sind wir zweimal so ein bisschen halbkreis gelaufen und tendenziell auf dem Weg Richtung Toure können wir wieder auf die Küste sehen. Hier ist vor uns wieder so ein kleines verlassenes Haus. Jetzt sind wir fast unten in Toure. Hier sind jetzt so Wasserreservoirs, zwei Stück, riesig. Ja. Das obere ist quasi leer, aber das untere ist auch voll. Über diese Berge sind wir eben gelaufen. Ja, wieder das leidige Hundethema hier. Ein Hund war angeleint, zwei nicht. Ja, es war jetzt auch spannend. Dieser Weg war am Anfang komplett zugewachsen und der normale Weg endete in so einem privaten Haus mit abgesperrtem Gitter. Den hätten wir jetzt fast übersehen und wären fast zurückgelaufen. War wirklich schwer zu erkennen, aber der Tracks zeigte an, dass man da geradeaus gehen kann. Und Monika meinte, wir sollten das probieren. Und da bin ich mal genau vorgelaufen und es geht tatsächlich. Ja, um dieses Haus da hinten musste man herumlaufen. Ja, den Rest müssen wir jetzt leider an der Straße entlang laufen. Da gibt es keine Alternative. Aber das ist nicht mehr weit. Das ist noch gut ein Kilometer bis zum Parkplatz. Jetzt der Schlussanstieg. Hier gibt es sogar einen schönen Fußweg. Und rechts ist hier auch ein super schöner Campingplatz. Ein Highlight die Wanderung. Hier die Sicht auf Mojaga. Alles gut. Jetzt nach der Wanderung wird doch einigermaßen geschafft. Und Monika mag nicht mehr weiterfahren. Wir bleiben also nochmal hier und fahren dann gleich morgen weiter. Jetzt gehen wir noch einkaufen, weil wir haben nichts mehr zu trinken, also kein Wasser mehr, nichts. Eigentlich haben wir auch nichts mehr zu essen. Mal gucken. Und nochmal ein steiler Anstieg.
schön. Das ist unser Laden hier. Das ist unser Geschäft, unser Vino-Geschäft. Das habe ich eben gesagt. Du bist aber in die Richtung gelaufen. Da unten unser Parkplatz. Und das war unsere Wanderung auf diesem Berg da vorne heute. Willst du die Treppen gehen oder laufen wir denn die Runde hinten durchs Dorf nach links? Wir sind wieder da, wo wir gestern essen waren. Ja, jetzt verlassen wir dieses Dorf. Jetzt möchte Monika noch ein Eis kaufen. Einen schönen guten Morgen. Heute ist ja schon wieder Freitag. Es ist der, jetzt muss ich direkt mal gucken. Der 8. September 2023. Wir sind noch in Mallorca. Wir wollten eigentlich gestern weiterfahren, aber nach der Wanderung, die war wirklich nicht ohne, ja. Ja, mit 13,5 Kilometern, 670 Höhenmetern waren wir ziemlich fertig und sind dann abends noch in den Supermarkt gelaufen, weil wir wirklich nichts mehr zu trinken, nichts mehr zu essen hatten, haben dort eingekauft, kamen hierher, haben uns einen schönen Abend gemacht und ausgeruht. Ja, im Supermarkt ist uns ein Malheur passiert. Wir haben ein Handy dort liegen lassen. Ja, abends haben wir das dann gemerkt, aber es gibt eine coole Funktion, so Find My Handy oder so ähnlich, und da kann man das Handy orten, wenn man schnell gesehen, dass es noch im Supermarkt liegt und sich auch nicht bewegt, das hat uns schon mal beruhigt, und es gibt die Möglichkeit, über so eine Samsung-Oberfläche da so eine Nachricht zu hinterlassen, wenn jemand es findet, wo er sich melden und anrufen kann. Und das haben die Kollegen tatsächlich gemacht. Ja, heute Morgen hatte Monika das Handy geholt, ich habe ein bisschen an den Filmen gearbeitet, heute fahren wir weiter. Ich mache jetzt noch ein paar kleine Aufwärmübungen und dann geht es auch schon los. Ja, wir fahren jetzt zu einem anderen Ort mit so einem Riesenstellplatz mit über 200 Plätzen, der wohl auch im Winter viel genutzt wird. Das wollten wir uns einfach mal angucken, falls wir auch mal im Winter hierher kommen. Und das soll auch eine schöne Stadt in der Nähe sein. Das gucken wir uns an. Der kostet wohl 12 Euro. Wenn ich es richtig gelesen habe, wird sich zeigen. Wir sind soweit. Wir fahren jetzt los. Hier nochmal der Blick zum Parkplatz. Zu den Bergen, die wir gestern hochgestiefelt sind. Das war wirklich abenteuerlich. Mujaka können wir beide wirklich nur empfehlen. Jetzt fahren wir wieder die Bergstraße runter. Wir fahren jetzt auf die Autobahn Richtung Murcia. Unser Ziel ist Macharon oder Massaron. Das sind ca. 100 Kilometer weiter Richtung Norden. Jetzt fahren wir ein kleines Stück Mautautobahn. Hier sieht die Gegend so ein bisschen aus wie eine Wüste. Aber sowohl rechts als auch links sind Berge. Man kann von hier aus die Küste sehen, aber auch hier gibt es diese riesigen Anbauflächen, die überdacht sind, also diese riesigen Gewächshäuser. Aber ich denke, das klappt schon. Es hat geklappt. Wir müssen immer alle Karten probieren. Lost Place mit Kirche. Kleines Offroad-Abenteuer. An der Tankstelle konnten wir irgendwie nicht abbiegen. An der Hauptstraße, da fehlte so eine Abbiegespur. Und die Einfahrt haben wir, die ist ganz früh, die haben wir verpasst. So fühlen sich die Vanlife-Camper. So machen wir jetzt auch unsere Offroad-Erfahrung. Ha, bald sind wir echte Vanlifer. Das machen wir. Wenn wir jetzt die Offroad-Erfahrung auch haben, jetzt scheinen wir richtig zu sein. Der Stellplatz ist echt ein Luxusstellplatz. So einer, ja, mit Pool und allem drum und dran. Kostet 15 Euro.
Ja, und hier gibt es auch eine kleine Bar, eigentlich alles, ja. Also es gibt eine Rezeption, es ist fast wie ein Campingplatz, würde ich sagen. Scheiße, ist zu spät. Ist ein Riesenplatz hier. Wow. Ich hatte jetzt die Zeit genutzt. Nachdem wir an waren, haben wir erstmal eine kleine Pause gemacht. Ich habe auch so ein paar Bürosachen erledigt. Aber diesen Luxusstellplatz, den wir uns heute ausgesucht haben, der hat hier direkt am Stellplatz sogar einen kleinen Wasserhahn. Schönen guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 10. September 2023. Wir sind noch in Mossera und haben hier gestern einen Ruhetag gemacht. War ursprünglich nicht gar nicht so geplant, aber wir waren irgendwie fertig von der Fahrt davor. Das war wir haben abends hier mit anderen Campern in der Bar gesessen und das war dann ein Stück zu viel. Aber es war wunderschön, der Tag gestern. Und der Platz ist natürlich ein Highlight. Ja, ist von der Lage her nicht so geschickt, weil man ja immer nur auf die Hauptstraße kommt. Ansonsten super cool, hat eine riesenlange Warteliste, so haben wir gehört, für den Winter, weil viele hier im Winter übernachten, wintern. Naja, wir machen uns jetzt fertig und fahren in die Stadt und haben die Hoffnung, dort noch einen Spaziergang machen zu können, am Strand ein paar Sehenswürdigkeiten anzugucken und da soll es auch einen Markt geben. Ja, ich habe noch vor, hier auf unserem Wiesenplatz hier ein paar Yoga-Übungen zu machen. Wir schließen Solar nochmal an, füllen das Wasser auf. Ja, das kennst du ja alles vom Reisen. Unser Wasserkanister. Ja, so sieht's aus. Dieser Stellplatz hat viel mit einem Campingplatz zu tun. Und man hat allen möglichen Luxus: Swimmingpool, Bar, sogar einen Wasseranschluss direkt beim Auto. Da hinten ist das Haus mit super großen und bequemen Duschen, der Pool und die Bar. Und hier unser Auto. Ich nutze jetzt hier noch den Schatten vom Baum, um ein paar Übungen zu machen und dann fahren wir auch los. Ja, das wollte ich einfach mal vorgestellt haben. Hier gibt es in dem Ort Plätze für ca. 300 Wohnmobile, die im Winter wohl alle belegt sind. So, die Yoga-Übungen sind auch gemacht. Es ist kurz vor 12, wir müssen um 12 hier abreisen. Das ist halt eher wie beim Campingplatz hier. Das ist auch ein Grund, warum wir so für kurze, also für zwei, drei Übernachtungen als Zwischenstation hier nicht herkommen würden. Aber es war halt trotzdem interessant, so einen großen Stellplatz kennenzulernen, wo viele halt auch überwintern. So, die Mülltonnen sind außerhalb vom Campingplatz hier. Ja, wir fahren jetzt los. Wir haben einen Parkplatz ausgewählt und hoffen, dass wir auf diesem Parkplatz einen Platz finden, weil wir uns ja am Strand noch diese Sehenswürdigkeiten ansehen wollen. Ja, dieser Stellplatz hat den Charakter von einem Campingplatz. Auch beim Anmelden muss man erstmal draußen bleiben, sich anmelden, bekommt einen Platz zugeordnet, beziehungsweise kann sich einen aussuchen, und kann dann reinfahren. Und dann ist halt auch die Abfahrtszeit bis 12 Uhr. Man kann dann so ein Parkticket noch kaufen, um bis 20 Uhr zu bleiben. Ja, ist halt alles sehr reglementiert und im Winter wohl auch voll ausgelastet. Da gibt es wohl Wartelisten, wie wir gehört haben. Ja, und auf der Straße ist halt auch viel Verkehr, aber es gibt einen schönen Seitenstreifen, also man könnte hier tatsächlich auch Radfahren. Ja, am Ortseingang gibt es auch einen riesen Supermarkt, auch mit guten Parkplätzen, also zum Einkaufen geht das. Ja, wir parken jetzt hier am Straßenrand, an dieser Küstenstraße, machen hier einen Spaziergang. Ja, wir laufen los, wir suchen jetzt zuerst den Markt. Und dann wollen wir an der Küste entlang einen Spaziergang machen und dann zurück. Die kleine Insel. Das sieht auch gut aus hier, die Bauten. Les Salinas. Diese Höhlen sind die Salinas. Die dienen schon seit der Römerzeit dem Salzabbau. Hier ist auch so ein Schild, das diesen Salzabbau beschreibt. Und vor uns ist jetzt der Markt. Der Einkauf. Bisschen Obst haben wir, eine kleine Melone. Ja, Schinken, da wollte ich welchen kaufen, aber da war die Schlange so groß, dass ich dann doch darauf verzichtet habe. Und die Oliven sahen mehr oder weniger schlecht aus. Da haben wir dann auch verzichtet. Parkplätze hier sind auch im Park von Night beschrieben.
tröpfelt es sogar. Die kleinen Gässchen, die muss man hier meiden, die sind zu schmal für normale Camper oder Wohnmobile. Da sollte man ein Auto haben, das keine 2 Meter breit ist. Jetzt sind wir gleich zurück. Ja, es war ein schöner Spaziergang. Es waren auch immerhin knapp 5 Kilometer. Wir haben ein bisschen was von dem Ort kennengelernt. Aber jetzt haben wir beschlossen, nicht mehr weiter zu spazieren, weil man kann hier quasi nur an der Küstenstraße erstmal laufen oder durch den Sand. Wir werden jetzt weiterfahren, suchen einen Supermarkt und haben dann das Ziel Cartagena. Mal gucken, wie es klappt. Mal gedreht und fahren jetzt im nächsten Kreisel links, wieder hoch zur Hauptstraße. Es ist eine wahnsinnig hohe Luftfeuchtigkeit hier, auch heute wieder. Ja, hier sind jetzt die ganzen Geschäfte. Das kann mein Laden, wow. Tja, hätten wir auch nochmal hier hochlaufen sollen. Jetzt haben wir ein bisschen blöd geparkt, aber das macht nichts. Wir brauchen jetzt halt 2 Parkplätze. Wir gehen jetzt einkaufen und dann brauchen wir auch ein kleines Frühstück. Bis nach Cartagena sind es knapp 30 Kilometer. Super. Wir fahren weiter Richtung Cartagena. Das Einkaufen hat auch alles geklappt. Ich habe sogar eine Kleinigkeit jetzt gerade gefrühstückt. Aber klar, hier ist jetzt nicht so das Highlight wie in den Orten davor. Das kann man auch sagen. Diese Häuser hier sehen ja richtig orientalisch aus. Ja. Schön. Das ist eine schöne, kurvige Küstenstraße. Wir waren jetzt eben über 300 Meter hoch von der Küste aus. Das ist dieser Europaradweg 8, der hier entlang führt. Wir nähern uns unserem Ziel. Jetzt hat uns das Navi wieder so eine Ortsdurchfahrt geschickt, wo man quasi auch mit so einem kleinen Camper quasi nicht fahren kann. Ja, also das ist echt blöd, da muss ich wirklich besser aufpassen. Aber wir haben jetzt wieder eine normale Straße gefunden. Einmal sind wir illegal da über irgendein, weiß nicht, über so ein Offroad-Grundstück gefahren. Es war voll beknackt, aber keine Ahnung, wieso. Ja, jetzt gab es noch mal ein bisschen hin und her mit dem Navi. Eine Straße konnten wir wieder nicht nehmen, weil die einfach nicht sinnvoll fahrbar war. Aber jetzt sind wir auf einer Straße, wo sogar ein Schild steht Richtung Wohnmobilstellplatz. Da bin ich mal gespannt. Da ist das Schild, das ist das blaue Ding da. Aber wir nähern uns. Ja, es war eine amtliche Zufahrt hier, auch sogar auf dem Stellplatz. Weil nicht ohne, aber wir haben es geschafft, wir sind hier angekommen.